meiner Arbeit gefällt mir vor allem, dass jeder Tag anders ist, dass man viel an der frischen Luft ist und dass ich am Ende des Tages vor meiner Arbeitsstunde sehe, was ich gemacht habe. Der Alltag ist immer sehr unterschiedlich. Wir stehen meistens früh auf, fahren nachher auf die Baustelle oder produzieren halt in der Bude. Auf der Baustelle kommt es je nachdem darauf an, was wir verarbeitet haben. Entweder sind wir draußen auf dem Dach, allgemein draußen oder drinnen in der Räume. Was ich persönlich noch mega cool finde, ist, dass man in der Schule nimmt man die theoretischen Sachen durch und auf der Baustelle führt man sie halt aus. Und dann weiss man, wenn man auf der Baustelle etwas macht, dann weiss man, für was man das macht, wieso das so gemacht wird. Und dann kann man so das Theoretische in die Praxis hineinbeziehen. Ja, es gibt mega viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Also das kann von Vorarbeiter polieren bis hin zu der Fachhochschule gehen. Ich finde, junge Menschen sollten sich für den Beruf bewerben, weil es eine mega coole Ausbildung ist. Man lernt extrem viel. Man kann das, was man lernt, überall brauchen, zu Hause, überall halt. Und man bekommt auch Muskeln. Für den Beruf sollte man sicher teamfähig sein. Man sollte ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben und sicher schwindelfrei sein und motiviert sein. Das war ein Einblick in den Zimmermannsberuf. Wenn es euch interessiert, dann kann man schnuppern und schauen, ob es euch gefällt.